Es ist mal wieder soweit und wir machen ein Tuning-Treffen. Heute aber passend zur Eventwoche natürlich das Motto CEO und Geschäftsleute. Und deswegen haben wir uns auch hier in der Tiefgarage eines großen Büros mitten von Los Santos mal alle versammelt, um mal zu schauen, wer hier eigentlich so zumindest Outfit- und Fahrzeugtechnisch so der beste CEO überhaupt ist. Und wir starten auch direkt hier ganz vorne mit einer Stretch-Limousine von Black Rope. Passend dazu hat er so ein bisschen, ich würde sagen, er ist so ein bisschen so ein Bodyguard-Outfit, oder? Chat, was halten wir hiervon? Vor allem von der Kombi. Ich muss eigentlich sagen, ich finde es ganz geil. Also er ist halt wirklich nicht so der Geschäftsmann, er ist eher so der CEO, also der Leibwächter vom CEO. Und das alles natürlich von SecureServe gesponsert. Ist schon sehr wild. Ich weiß nicht, gibt es ein normales Auto mit der SecureServe-Lackierung? Weil das hätte man dann vielleicht nochmal ein bisschen optimieren können. Aber sonst gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Chat, 1 bis 10 einfach immer in den Chat. Am besten einfach irgendwie sowas wie 1. Eher 1 Punkt und dann eine Zahl von 1 bis 10. 10 ist super, 1 ist kacke. Damit ich aber auch weiß, wegen der Chat-Verzögerung, Zeitverzögerung, auf wen ihr euch eigentlich bezieht. Ob auf den ersten, auf den zweiten. Also dann schreibt ihr jetzt hier erstens 10 und bei dem hier dann zweitens 9 oder was auch immer, okay? Pancho, was geht ab? Vielen Dank für dein Follow, mein Bester. Und Raisin, schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's dir? Nice. Also, was sagen wir hier? Auch hier natürlich die Money Gun oder Money Throw Animation. Sehr, sehr nice. Weiß ich nur nicht, ob das zu einem Bodyguard so gut passt. Trotzdem, ich find's eigentlich ein sehr, sehr solides Outfit. Aber passend zum Out, also zu, an sich zur Stretch-Limo, ja, aber schwarz Outfit, graue Limo, meh. Aber ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr solide. Vielleicht als Verbesserungsidee, du könntest noch diesen Knopf ins Ohr machen, weißt du? Aber sehr, sehr solide. Dann haben wir Berlin Streetwear mit einem Revolter, mit immerhin Custom-Nummernschild, BMW-Nummernschild, okay? Seinen Anzug feiere ich extrem, muss ich sagen. Also ich finde, sein Anzug sieht schon sehr schnieke aus. Aber so rein optisch... Alter, Enis! Dankeschön, die werden auf YouTube. Ehrenhaft, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Support, mein Bester. Sehr, sehr, sehr korrekt, vielen Dank. Sehr geiles Auto so. Naja, die Felgen hätte man noch irgendwie was machen können. Ich finde das Auto ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Das Outfit ist sehr cool. Sehr, sehr cool. Aber irgendwie weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. Chat, was sagt ihr? Dann haben wir Hut Moderna mit einem BMW. Digga, aber tiefer gelegter SUV, das ist nicht Geschäftsmann. Dann haben wir einen Texaner, German Brony. Mit einem Thrax? Ist das doch? Einen Supersportwagen und dazu so ein bisschen den Texaner machen. Das feiere ich, Texaner, so feiere ich so ein bisschen aufs Casino hast du hier gemacht, ne? Als wärst du einer von den Duggins. Also ein bisschen einer von den Duggins, würde ich sagen, oder? Ist schon ganz cool. Chat, hier brauche ich aber mal eure Einschätzung. Ich weiß nicht, ob der Bugatti mir dazu so gut passt. Oder mir so gut gefällt. Ich finde es ein bisschen übertrieben. Das ist, was ich meine, also ich verbinde mit so einem Auto dann halt eher so einen Millionär, weniger jetzt so einen wirklich Geschäftsmann. Etwas sagt ihr, was bekommt unser lieber Texaner hier von den, vielleicht so von den Duggins, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber eigentlich ganz cool. Dann kommen wir hier weiter zu, er ist es gewesen, Simon. Ein Paragon Air gepanzert. Das ist auf jeden Fall schon mal absolut ein Geschäftsmann. Mann, Fahrzeug und dazu eine SecureServe-T-Shirt und eine Bomberjacke. Ja, gefällt mir schon mal ganz gut, aber auch mehr als Bodyguard, würde ich sagen, und weniger als der Geschäftsmann, aber ist ja offen. Also das ist ja Interpretationssache, es ging ja nur so generell um den Stil Geschäftsmann-Stil, ne? Gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Vor allem der Paragon Air ist halt einfach ein hübsches Auto, kann man halt nichts sagen. Da waren wir Eislux. Aha, sein Outfit erinnert mich eher immer an so einen Raubüberfall irgendwie. Aber trotzdem, cooles Outfit. Das Auto hat nichts mit Geschäftsmann zu tun, mein Lieber. Also Anzug könnte man sich vielleicht noch gut reden, auch wenn ich das mit der Maske ein bisschen übertrieben finde. Weil es mehr so ein Heist ist, weißt du, so Raubüberfall anstatt von einem Geschäftsmann. Da hätte ich jetzt ein bisschen was Seriöseres erwartet. Aber dennoch eine sehr, sehr coole Sache. Dann haben wir hier den Dark Dad. Gurke, magst du mal zu deinem Auto gehen, mein Lieber, und mich nicht hier so bedrängen? Das wäre sehr, sehr korrekt von dir, danke dir. Ich finde sein Outfit sehr cool, muss ich sagen, weil es also ein bisschen realistischer ist. Ne? Ich mag sein Outfit und dazu ein schwarzer Edda. Ja, Edda vielleicht ein bisschen übertrieben, auch wenn der natürlich sehr schlicht gehalten ist, aber generell halt Supersportwagen. Ich finde es ein bisschen too much, aber das Outfit finde ich sehr nice. Sehr junger Geschäftsmann, hat was. Dann haben wir hier den Haggy. Aha.
mit dem ist nicht zu spaßen. Aber er ist mehr so der Chauffeur. Also da kann man sich richtig vorstellen, wie er so der Chauffeur von einem Geschäftsmann ist, in dem alten Auto. Also das hat Stil. Das gefällt mir schon wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Oder, Chat? Der gefällt mir schon echt gut. Der gefällt mir schon echt, echt gut hier, muss ich sagen. Da haben wir den Hut. Ja, so wie es mir, so habe ich mir jetzt echt gedacht, dass mehr kommen. Schwarzer Anzug und dazu einen Rangy. Allerdings muss ich sagen, ich finde hier die Felgenfarben ein bisschen zu viel. Also das Atomic, das passt irgendwie nicht, weil Geschäftswagen sind ja doch eher ein bisschen schlichter, ne? Und das ist dann so auf Sport gemacht, ich weiß es nicht. Lasst mal eure Autos bitte hier und eure Outfits, lasst die mal bitte an. Also gefällt mir sehr, sehr gut, sehr so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Also, das ist so das, was ich eigentlich öfters erwartet hatte, irgendwie, dass es kommt. Aber gut. Da mal weiter der Wolf. Aha. Auch mit Hut diesmal. Und Handschuhen, okay. Auch so eher der Chauffeur, würde ich sagen, nicht der Geschäftsmann selbst. Und auch hier halt wieder meine Kritik, sage ich mal, mit dem Atomic-Logo. Ich finde, das ist zu... Auf dem Sportwagen ja, aber nicht auf einem... Nicht auf so einem Fahrzeug, wisst ihr, was ich meine? Aber das Crew-Logo, das hat natürlich Pluspunkte. Hier, guck mal, Anton, kannst du dich erkennen? Erkennst du dich, Anton? Anton, unser Alien. Nee, das Auto ist natürlich sehr, sehr passend. Auch mit dem grauen Hemd, das passt ganz gut. Ja, hat auf jeden Fall was, so ein bisschen Mafiosi-like. So, machen wir drüben weiter beim Puddingpulver. Oh, geiler Anzug, muss ich sagen. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Frisur sieht sehr modern aus. Gefällt mir. Dazu das Auto, auch ein Datey ist das, ne? Oder? Auch ein Bentley, auch ein schönes Auto. Das müsste man eigentlich viel mehr fahren eigentlich. Ja, Felgen hätte man vielleicht noch dunkel machen können. Und der ist halt sehr tiefer gelegt, ne? Vielleicht das Tieferlegen, finde ich, hätte es gar nicht sein müssen. Aber dennoch ein sehr, sehr cooles Outfit, sehr, sehr cooles Auto. Ah, Supersportwagen. Oh, Geschäftsfrau diesmal. Wolfsblut, probiert es mit der Dame. Wildes Outfit, wildes Auto. Aber zu unserem Motto weiß ich nicht. Also das Outfit an sich, safe, hätte man sehen können. Auch wenn ich die Tattoos dann, finde ich, ein bisschen too much finde. Aber das Auto, das passt nicht mal lieber, tut mir leid. Jedi Fighter, geiles Outfit. Oh, so ein Trick gemacht hier. Oh, wir sollen mal Pudding, sollen wir noch schnell das Nummernschild checken. Oh, was hat er da? Mansory. Sauber, mein Lieber. Ich habe es auch gerade schon gesehen, aber ich weiß nicht, ob sie... Ja, okay. Okay. Trotzdem, Jedi Fighter, wildes Outfit. Safe, sehr, sehr geiles Outfit. Aber das Auto, weiß ich nicht. Damit, ich verbinde mit der Karre halt eher so ein Förster. Aber trotzdem, sehr geiles Outfit. Dann hier, oh, schöner Anzug. Manuel, sehr, sehr schöner Anzug. Revolta, den haben echt viele rausgekramt. Okay, goldene Felgen, vielleicht ein bisschen too much, aber okay. Nee, ist gar nicht der Revolta. Warte mal, wie heißt denn die Karre? Doch, Revolta war richtig, okay. Sehr wilde Karre. Gurkenzwiebel, ich sag's dir jetzt noch ein letztes Mal. Geh bitte zu deinem Auto und lauf hier nicht die ganze Zeit rum. Du machst mich absolut nervös. Ja, Custom-Nummernschild hätte man auch machen können und so Sachen, ne? Also, das hätte ich mir... Da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen was gewünscht, dass es ein bisschen mehr Liebe ins Detail gesteckt wird, aber sonst auch sehr, sehr cooles Outfit, muss ich sagen. Reaper, okay. Oh, sie will sich fetzen. Scorpion will sich hier fetzen, oh. Geile Karre. Schwarze Felgen wären vielleicht noch eine Idee gewesen. Ja, doch, hat was. Ist halt mehr so, da würde ich jetzt eher so eine, oh, wie soll ich das beschreiben? Was habe ich da für ein Bild im Kopf? So eine Autohändlerin. Das habe ich da jetzt irgendwie so ein bisschen die Connection im Kopf, weiß ich nicht. Obi-Wan, aha. Die Secure Surf-Kappe. Ja, aber Geschäftsmann ist das jetzt nicht so richtig, ne? Also das würde ich da jetzt nicht sehen. Johnny macht auch hier eher den Security-Typen, würde ich sagen. Leibwächter. Mit der Karre, okay. Also das ist aber schon wirklich gut gepanzert. Schon sehr gut gepanzert. Der geht halt schon leicht irgendwie so ein bisschen in die militärische Richtung, ne? Bisschen sehr in die militärische Richtung, ein bisschen wenig so in Business. Vielleicht ein bisschen too much. Oder? So von meinem Geschmack her. Ja. Aber trotzdem ganz nice. Gurkenzwiebel. Ja, die blauen Haare und die Gesichtsbemalung sind halt ein bisschen unpassend, aber kann ich voll verstehen, dass man das jetzt nicht wegen so einem Outfit-Battle alles ändern wollte. Absolut verständlich. Vollkommen in Ordnung. Tiggs! Tiggs bekommt eine Mitgliedschaft auf YouTube geschenkt vom BMW Driver. BMW Driver, mein Bester. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Support. Du bekommst natürlich auch hier einen Zettel für unsere Rangliste. Wie bin ich froh, dass der BMW Driver als erstes war und nicht irgendein Mercedes. Und BMW Driver, mein Lieber, du bekommst natürlich auch hier deinen ersten Zettel und kommst an unser Scorerboard hier hinten im Hintergrund. Vielen herzlichen Dank, mein Lieber, fürs Verschenken von einer Mitgliedschaft. Tix, bedank dich dafür, hast du schon. Perfekt. Bester Mann. Sehr schön. So, dann haben wir hier, Leon, da muss ich sagen, hui.
Okay, vielleicht gibt es ein bisschen. Oh, Leon. Bisschen dunklerer Grünton, wenn es das gäbe. Nicht so ein Waldgrün, sondern so wie dein Anzug. Und vielleicht noch eine schwarze Felgen. Weil dein Outfit, oh yes, das ist so richtig so Old Money Style. Das ist so ein richtiger Old Money Style. Richtig, richtig, richtig hübsch. Also wirklich bisher mein Highlight bei den Outfits, muss ich sagen. Ist auch nicht Stock, oder? Kann man das so Stock kaufen oder ist das selber zusammengestellt? Leon, schreib mal schnell in den Chat. Ist es selbst zusammengestellt, das Outfit, oder fertig gekauft? Weil das gefällt mir richtig gut. Das Auto, wie gesagt, mal dunkelgrün. Also wirklich so ein richtig dunkles Grün. Selbst das hat schon Chancen hier, muss ich sagen. Mulmig Gasthof. Digga, das passt ja gar nicht. Hut moderner. Okay. Schon eher. Gepanzerter Wagen. Oh, warte mal. Sei Vollständigkeit halber. Mulmig, guck mich mal an. Mulmig, mein Lieber, guck mich nochmal an. Ja, die Gesichtsbemalung, die bunten Haare und die ganzen Tattoos, das ist halt ein bisschen... Wie gesagt, ich kann verstehen, dass ihr euch jetzt keinen Bock hattet, komplett umzuziehen. Aber dazu halt dann auch einen Sportwagen, finde ich halt nach wie vor irgendwie ein bisschen schwierig. Muss ich halt gestehen, das ist so. Aber das ist auch mein Geschmack. So, dann haben wir hier Hut moderner nach wie vor. Mit einem gepanzerten, wie heißt die Karre? Schon wieder vergesse. XLS gepanzert. Ja, das wäre halt so ein Geschäftsmannwagen, ne? Also das Auto passt. Felge hätte man vielleicht nochmal eine andere Farbe machen können. Das Outfit dazu. Ja, 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 ja. Dann haben wir einen Black Rope. Ah, das war ja hier unser Kollege vom Anfang. Okay. Okay, Freunde, ihr habt ja jetzt die meisten Outfits einmal gesehen und was wir hier so haben. Stellt euch doch bitte mal, oder ich zeig's gerade nochmal, merkt euch dann bitte, welches Auto, welche Person ihr am besten fandet und wem welches Auto zu dieser Person gehört hat. Also wenn ihr jetzt sagt, hier, ich laufe hier rum und ihr findet jetzt zum Beispiel den Texana am nicesten, dann merkt ihr euch bitte das Auto, was dazu gehört, der Thrax. Und dann die in der Lobby sind, ihr stellt euch dann zu dem Auto von der Person, der das gehört, okay? Verstanden? Ja, ich hoffe. Und dann nehmen wir die, sagen wir, drei besten Outfits, die meisten Bewertungen haben. Und die kommen ins Finale und dann darf der Chat abstimmen. Dementsprechend, ich zeige nochmal im Schnelldurchlauf alle, damit ihr nochmal alle kurz im Bild habt. Wir haben Berlin Streetwear. Warte. Perfekt. Fangen wir hier vorne an. Wir haben Black Rope. Hier mit dem Schafter. Oder wie ist es? Nee, nicht Schafter. Doch, Schafter, glaube ich. Dann haben wir Berlin Streetwear mit dem blauen hier, mit dem grünen Outfit. Wir haben Wolfsblut als Geschäftsdame mit diesem blauen Auto. Wir haben unseren Texaner, das ist German Brody hier bei dem Bugatti. Wir haben Simon hier mit dem Deity. Wir haben Icelux mit dem Sportwagen. Wir haben Dark mit dem Adder. Haggy auf ein bisschen Oldschool, gefällt mir sehr, sehr gut. Dieser Hut auch sehr, sehr nice. Bisschen moderner so. Der Wolf mit dem Cavalcade. Sehr nice. Dann haben wir Puddingpulver. Auch mit dem Deity. Sogar eingeschlagene Reifen. Aha. Wir haben Jedi mit dem Terminus. Wir haben Manuel hier mit dem Revolter. Wir haben Scorpion Wax mit dem Reaper. Obi-Wan mit der Karre. Johnny hier mit der bisschen militärisch super Elite Bodyguard Variante. Die Gurke als Polizei-News-Agent und im Set-Type. Wir haben Leon G. hier mit dem grünen Deity. Und wir haben Mulmig hier mit dem Tauros bzw. Hut moderner. Mit dem XLS. Also meine drei, vier Favoriten sind, glaube ich. Bleib nochmal kurz stehen, bitte. Hier der Kollege Haggy, finde ich sehr, sehr wild. Mit dem Stafford, sehr, sehr nice Kombi. Hier unser Kollege, ich habe leider vergessen, wer es war. Finde ich auch eine sehr nice Kombi. Dieser Hut, genau. Die beiden fand ich sehr geil. Leon G. fand ich... Ups, bin schon wieder vorbei, ne? Nee, Lul, wo ist er? Ah, hier hinten. Leon finde ich sehr geil. Das Outfit, finde ich, ist halt richtig krass. Ja, das waren so meine drei Highlights, muss ich sagen. Aber gut, die Leute, die in der Lobby sind, stellt euch jetzt bitte vor das Auto, für das ihr abstimmen möchtet. Ihr habt mal eine Minute oder so Zeit. Ihr habt ja jetzt im Stream gesehen, wer wo ungefähr stand. Dementsprechend stellt euch bitte vor das Auto, wofür ihr abstimmen möchtet. Und dann schauen wir mal gleich die Top 3 der Gewinner, die Top 3 sozusagen. Und dann entsprechend darf der Chat über bei diesen Top 3 dann abstimmen, wer von den drei wiederum gewonnen hat. Ich freue mich auf deine Videos. Dankeschön, Kevin, für deine Nachricht. Korrekt. Korrekt. Korrekt, korrekt. So, okay, also. Wir haben drei Stimmen auf dem Deity, würde ich sagen.
Oh mein Gott, okay, das ist eindeutig. Stefan hier ganz viel. Hier haben wir 3 und hier vorne gar nichts, oder was? 2 für Leon. Okay. Na gut, dann haben wir unsere 3 Finalisten, würde ich sagen, ne? Wem auch immer die Karre hier war. Nummer 1. Nummer 2, relativ viele. 2 hier. Und Nummer 3 hier mit Jedi Fighter. Okay. Die 3, die jetzt hier im Finale sind. Erstmal Dankeschön an alle fürs Mitmachen. Die 3, die jetzt im Finale sind, schnappt mal bitte eure Autos. Und stellt die hier vorne mal hin, bitte. Wir haben ja hier haben wir sozusagen einen Slot für ein Auto. Wir haben hier einen Slot. Und wir nehmen einfach hier noch, ja, wir können auch den hier nehmen. So, dann haben wir hier 3. Dann haben wir so 3 Abteile sozusagen. Stellt euch da bitte einmal hin, positioniert euch, macht ein Outfit, macht ein Emote, mir egal. Einfach, das ist so eure Bühne, wo ihr euch einmal präsentieren dürft, wenn ihr möchtet. Und dann haben wir 3 Finalisten. Es geht um 20 Millionen Dollar. Also ein guter Batzen, den ihr hier verdienen könnt. Und dann darf gleich der YouTube-Chat, oder machen wir der Twitch-Chat, komm. Der Twitch-Chat darf abstimmen, wer davon in euren Augen es verdient hat zu gewinnen. Abstimmung verwalten, neue Abstimmung. Wer hat gewonnen, oder wer hat das beste CEO-Motto? 1, 2, 3. So, ich habe die Abstimmung schon mal bereit gemacht. Dark Dad, hat irgendjemand gesagt, du sollst dein Auto rumfahren? Nee, ne? Dachte ich mir. Wollt ihr einfach drin sitzen? Wollt ihr nicht irgendwie euch da vorstellen oder so? Vielleicht nochmal ein bisschen cooler? Diejenigen, denen die Autos gehören, stellt euch bitte davor oder so, ne? Also wirklich. Oh, jetzt hat ja irgendjemand wieder Sterne. Wer fliegt aus der Crew? Wer fliegt aus der Crew, weil er Sterne hat? Nur warten, bis die Cops schießen. Tschüss, war schön mit euch. Gut. Lass mir die Officer noch durch. Gut, also meine Lieben, Chat jetzt genau aufpassen. Auf Platz 1, ihr könnt auch gerne Lichter anmachen, gell, von euren Karren, wenn ihr möchtet. Auf Kandidat Nummer 1 haben wir hier, er ist es gewesen, mit seinem schwarzen Datey und seinem relativ schlichten Secure Surf Outfit. Das ist jetzt unser Platz 1. Oder nicht Platz 1, sondern unser erster Kandidat. Als zweiten Kandidaten haben wir Heggy als Chauffeur von einem älteren, reichen Geschäftsmann. Sehr, sehr, sehr nice. Okay, das ist unser Kandidat 2. Und als Kandidat 3 haben wir dieser Hut. Bisschen modernisiert das Ganze mit einem schönen Baller. Sehr, 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 sehr nices Outfit und sehr geile Kombi. Auf Twitch habe ich euch jetzt die Abstimmung freigeschaltet. Ihr könnt auf Twitch jetzt abstimmen. Seid ihr für 1, 2 oder 3? Wer ist unser Gewinner des heutigen Outfit- bzw. Motto-Treffens? Denkt immer dran, Motto ist CEO, Geschäftswelt, Geschäftsmann, Geschäftsfrau. 1 haben wir hier Simon, das ist die 1. Gurke, Alter, wirklich, wie sehr willst du mir eigentlich auf der Pelle rutschen die ganze Zeit? Meine Güte, wie oft soll ich es noch sagen? Die 1 hier ist, wie gesagt, Simon. Die 2 ist Haggy. Sehr wild, sehr, sehr wild. Und die 3 haben wir hier. Twitch stimmt gerade ab. Es steht aktuell Gleichstand zwischen der 2 und der 3. Wir brauchen noch mal ein paar Abstimmungen. Geht also gerne rüber auf Twitch. Stimmt da kurz ab für euer Lieblingskandidaten. Das ist nämlich echt, echt knapp gerade hier. Platz 2 führt jetzt. Mit einer Stimme nur, jetzt mit 2 Stimmen. Also wirklich ein richtig knappes Rennen. Jetzt eine Stimme nur noch. Gleichstand wieder. Ja, okay. Also ich glaube, Simon, mein Lieber, es tut mir leid, aber ich fürchte, du bist jetzt erstmal außen vor. Und damit haben wir noch 20 Sekunden Zeit zum Abstimmen. Aber ich glaube, wir haben einen Gewinner, wenn jetzt nicht noch ein Wunder geschieht. Haggy, mach nochmal bitte einen Emote. Und kannst du die Lichter übers Interaktionsmenü von deinem Auto anmachen? Damit ich dann noch ein schönes Thumbnail machen kann. Aha, aha. Und damit haben wir einen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an Haggy war das, ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch an Haggy für das Gewinnen unseres Eier. Okay, die Officers. Okay. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber, fürs Gewinnen von unserem, ja, Motto. Damit hast du 20 Millionen Dollar gewonnen. Einfach bitte einmal auf Discord ein Ticket eröffnen und da dir deinen Gewinn abholen. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Alle mal Herzen in den Chat für Haggy, der hier, ja, zu Recht dieses Outfit-Battle gewonnen hat. Nice. Digga, wer schießt denn da draußen die ganze Zeit, bitte? Simon, du hast es doch gerade gecheckt, wer das ist, oder? Kannst du denjenigen mal direkt aus der Crew kicken, bitte? Danke. Und wenn ihr öfter solche Tuning-Treffen sehen wollt, dann kommt doch gerne mal bei uns im Stream vorbei, auf dem Hauptkanal oder auf Twitch, wie ihr möchtet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream. Bis dahin, tschüss.